Herzlich willkommen zu Daniel Lektion 4. Heute geht es um das Gräuelbild der Verwüstung. Und es geht darum, die Grundlagen zu verstehen. Wir haben jetzt in den letzten drei Kapiteln, in den letzten drei Sessions ausführlich uns beschäftigt mit Daniel 7 und haben uns angeschaut, was da alles im Detail alles so drin steht. Und das letzte Mal ging es um das kleine Horn, um den Antichristen zu verstehen. Wir haben davor geredet über die vier Reiche, die Daniel visionär gesehen hat. Vier Tiere kamen aus dem Meer und wir haben dann anhand der Bibel erkannt, dass es um Babylon ging, um Persien, um Griechenland und um das Römische Reich. Wobei das letzte Reich, das dort sie das letzte Tier war grausamer als alle anderen Tiere. Und es ist einerseits das Römische Reich, andererseits aber auch schon ein Vorschatten auf den Antichristen. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, dass viele der Prophetien über das Vierte Reich sich nicht erfüllt haben zur Zeit des Römischen Reiches, sondern dass sie noch ausstehen. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Antichrist als kleines Horn bezeichnet wird in Daniel 7, der hervorkommt, und das ist das, ja, und wir haben gehört über die 10 Hörner, die den Antichristen repräsentieren werden, dass das 10 Könige sein werden, die und dass der Antichrist praktisch da hervorkommt als kleines Horn. Unter diesen 10 Hörnern kommt plötzlich dieses kleine Horn, und dieses kleine Horn wird dann 3 Könige entmachten. Also wir haben darüber gelesen, dass dort stand, dass 3 Hörner ausgerissen werden, und dass es dafür steht, das hat Daniel dann selber erklärt bekommen. Der Engel hat ja Daniel die Vision erklärt, und wir haben dann gelesen, dass der Engel ihm erklärt hat, die 3 Hörner, die ausgerissen werden, das sind 3 Könige, die vom kleinen Horn sozusagen vernichtet werden. Und wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, wir haben uns letztes Mal auch damit beschäftigt, dass Gott es zulässt, dass böse Herrscher an die Macht kommen, die er sogar gebraucht, die er sogar einsetzt für seine Absichten, und dass Gott total souverän ist. Er ist der Uralte, heißt es dort in Daniel 7, ist ein Titel Gottes, der nur in Daniel 7 vorkommt. Es ist der Hochbetagte, der den totalen Überblick hat. Und selbst das Böse, das sich entfaltet auf der Erde, wofür auch jeder Herrscher seine Verantwortung hat, aber selbst das Böse benutzt er, um seine Pläne zum Ziel zu bringen, und macht daraus was Wunderbares, nämlich dass er wiederkommen wird und dass er sein Reich aufrichten wird auf dieser Erde. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut in Daniel 7, weil einerseits haben wir uns den Thron Gottes angeschaut, und dann mitten in dieser Thronsaalszene kommt auch die Szene über das letzte Königreich, dieses Tier, das besonders böse war, das anders war als alle anderen. Und aber es ging dann auch darum, wie das Tier kämpft gegen die Heiligen, wie es scheinbar die Heiligen sogar besiegt. Wir haben darüber gesprochen, dass die Heiligen zwar körperlich besiegt werden, aber geistlich werden sie den Antichristen überwinden. Ja, das heißt in Offenbarung 13, sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Also geistlich wird die Gemeinde Jesu den Sieg davontragen, trotz Martyrium, obwohl sie physisch und körperlich angegriffen sein werden durch das kleine Horn und durch das antichristliche Reich. Und wir haben gesagt, dass der Thronsaal und Jesus mit seiner Herrlichkeit im Mittelpunkt stand dieser ganzen Vision, und dass das Böse immer zusammenkommt auch mit dem Thron Gottes, ja, und mit der Herrlichkeit Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes, dass wir aus dieser Perspektive die bösen Dinge anschauen müssen. Auch in der Offenbarung kommt zuerst Offenbarung 4, der Thron Gottes. In Offenbarung 5 wird Jesus intronisiert auf dem Thron in all seiner Herrlichkeit. Und dann kommt das Szenario der Offenbarung, der Gerichte, und der Antichrist kommt an die Macht und all das Böse, was geschieht. Aber Jesus steht im Mittelpunkt, und wir müssen die Dinge von Gott her sehen. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Das hat Daniel auch gesehen. Der Titel Menschensohn kommt 3-mal vor in Daniel 7.
Und Jesus hat sich selber immer wieder genannt als der Sohn des Menschen. Und Gott macht sich so mit uns eins, dass er sich Sohn des Menschen nennt. Und wenn er seine Herrschaft antritt, kommt er eben auch als wahrer Mensch. Und wir werden mit ihm regieren. Ja, das ist so ganz grob. Hört euch am besten die Session nochmal an vom letzten Mal. Und heute geht es um Matthäus 24. Wir werden heute einen Einschub machen. Wir werden nicht direkt über Daniel sprechen, aber indirekt. Und wir werden heute über das wichtigste und über das grundlegendste Ereignis sprechen, über die Endzeit. Es ist so wichtig, dass Jesus hat das ausführlich beschrieben. Und in Matthäus 24 bezieht sich Jesus dreimal auf Daniel. Und Daniel ist sozusagen sein Prophet, auf sein Zeuge, die Grundlage, auf der Jesus darüber gesprochen hat, was passiert, wenn er wiederkommt. Und es dreht sich heute alles um Matthäus 24 und ich möchte deswegen erstmal die Verse lesen, um die es geht. Wir lesen in Matthäus 24 ab Vers 15, da sagt Jesus: Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und Jesus bezieht sich hier auf das Gräuelbild der Verwüstung. Und es ist ein bisschen seltsame Bezeichnung, Gräuelbild der Verwüstung, aber es ist eine Realität des Bösen, die Verwüstung bringen wird. Und Jesus studiert das Bild bei Daniel. Er hat es wahrscheinlich in seiner eigenen stillen Zeit gelesen und studiert und er hat Verständnis über dieses Gräuelbild der Verwüstung empfangen. Er musste es selber studieren. Er war wahrer Gott, aber er kam als wahrer Mensch. Und er hat Dinge selber in der Schrift entdeckt. Und Jesus macht dieses Gräuelbild der Verwüstung zu einer sehr, sehr dringlichen Angelegenheit. Und er sagt dir, wenn du es siehst, flieh in die Berge. Also, hey, da kommt was auf euch zu. Wenn das anfängt zu beginnen, dann flieht, rennt weg, dann wird was Schreckliches passieren, sagt er hier. Und nur Jesus und Daniel sprechen explizit vom Gräuelbild der Verwüstung. Und Jesus, und das ist auch Römisch 1 in euren Unterlagen, wenn ihr die habt, könnt ihr das Teaching da auch gerne mit verfolgen. Jesus ruft uns dazu auf, das Gräuelbild der Verwüstung zu sehen. Und wir wollen heute diesen Schleier dieses Mysteriums etwas lichten. Jesus ruft uns dazu auf, das Gräuelbild der Verwüstung zu verstehen, zu sehen. Und er verweist auf das Buch Daniel. Und er will, dass wir den Grundgedanken, die Grundidee des Alten Testamentes erfassen über dieses Gräuelbild der Verwüstung. Und später hat ja dann auch noch Johannes darüber gelehrt und auch Paulus. Paulus im Thessalonikerbrief und Johannes in der Offenbarung hat dann auch über dieses Gräuelbild berichtet, obwohl die beiden das nicht so genannt haben. Aber wir werden uns diese Texte heute alle angucken und das wird sehr spannend werden. Also Jesus macht deutlich, dass das Gräuelbild der Verwüstung, das in dem Buch Daniel beschrieben wird, ein Schlüsselereignis ist. Und das soll uns helfen, seine Absichten zu verstehen. Es soll uns auch helfen, zu verstehen, was da passiert und wo die Gemeinde Jesu stehen wird. Und Jesus nennt uns dieses ganz bestimmte politische Ereignis, das sein Volk erkennen lassen wird, dass die Generation seiner Wiederkunft jetzt am Leben ist und dass er bald wiederkommen wird. Und dieses Gräuelbild der Verwüstung, über das wir gleich reden werden, wenn das geschieht, wenn das kommt, dann werden wir wissen, dass die große Trübsal begonnen hat
Und mit diesem Schlüsselereignis werden viele weitere Ereignisse verbunden sein. Und wir wollen uns das gleich zusammen anschauen. Es handelt sich um ein politisch-religiöses Ereignis. Der Antichrist wird sein Bild im Tempel aufstellen. Und er wird sich dort anbeten lassen. Er wird sich selbst in den Tempel setzen, so sagt es Paulus im Thessalonikerbrief. Aber in der Offenbarung, da wird gesagt, dass er ein Bild aufstellen lässt, das angebetet wird. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. Und er wird die Menschen zwingen, ihn anzubeten. Es wird so laufen, dass er sagt, entweder ihr betet mich an oder ihr werdet sterben. Und dieses Ereignis des Gräuelbildes der Verwüstung markiert den Beginn der großen Trübsal. Der Antichrist wird sein wahres Gesicht zeigen. Und Jesus sagt hier in Matthäus 24, in Vers 15, wer das liest, merke auf. Ich lese es nochmal, dass wir es vor Augen haben. Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Also Jesus bringt uns hier an eine Stelle, wo er sagt, hey, merkt auf, wenn ihr das jetzt liest. Passt auf, wer das jetzt liest, passt auf. Das ist total wichtig und essentiell, wenn ich wiederkommen werde am Ende der Tage, da wird es ein sehr, sehr wichtiges Ereignis sein und ihr müsst Bescheid wissen. Ja? Und Jesus sagt hier, wir sollen aufpassen, wir sollen das verstehen. Und wir werden es auch gleich verstehen, wenn wir uns die Passagen in Daniel zum Gräuelbild der Verwüstung gleich anschauen werden. Ich möchte so viel sagen. Mit dem Ereignis, dass dieses Gräuelbild aufgestellt wird im Tempel in Israel, damit sind einige geschichtliche Ereignisse verbunden. Damit das geschehen kann, muss A, Israel eine Nation sein. Stimmt's? Israel muss ein Land haben. Damit der Antichrist sein Abbild selbst in den Tempel von Jerusalem stellen kann, muss Israel existieren. Und das ist interessant, weil das war 2000 Jahre lang so nach dem Motto, nö, Israel gibt es nicht, kann gar nicht passieren, unmöglich. Aber ihr Lieben, seit 1948, seit der Staatsgründung Israels ist es möglich. Jerusalem muss unter der Zuständigkeit Israels stehen. Und das passierte, wie ihr wisst, 1967, als in diesem sogenannten Sechstagekrieg, als Jerusalem unter die Zuständigkeit der israelischen Regierung gekommen ist. Und das Dritte, was passieren muss, damit man ein Bild aufstellen kann im Tempel, dieses Gräuelbild der Verwüstung, ist auch klar, oder? Der Tempel muss an seinem ursprünglichen Ort sein. Der Tempel muss aufgebaut sein. Und wenn wir dann Daniel gleich noch sehen werden, ich mache jetzt erstmal einen Vorausblick, wir werden es dann gleich im Detail studieren, wenn wir dann bei Daniel gleich sehen werden, müssen dann als Viertens auch noch die Opfer wieder eingeführt werden. Israel wird eine Zeit haben in der Geschichte, wo sie wieder Opfer darbringen, wo sie Tieropfer darbringen werden auf dem Tempelberg. Das ist irgendwie unvorstellbar, aber es ist biblische Prophetie. Vor 2000 Jahren wäre das undenkbar gewesen, aber jetzt sind die Voraussetzungen da. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel wird und dass der Tempel aufgebaut wird. Und ein Haupthinderungsgrund für den Wiederaufbau des Tempels ist der Felsendom. Der steht ja auf dem direkt dort auf dem Tempelberg, dort wo ursprünglich Salomos Tempel gestanden hat. Und das heißt, es muss Umwälzendes passieren. Da muss irgendwie jemand kommen, der Frieden bringt in den Mittleren Osten. Ein friedliches Zusammenleben zwischen Palästinensern, Moslems und Juden, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Und ja, da muss einiges passieren. Der Felsendom steht ja genau dort, wo Salomos Tempel war. Und es gibt Architekten, die das schon aufgemalt haben, dass es möglich wäre, direkt neben dem Felsendom den Tempel wieder aufzubauen. Also dass da genügend Platz da wäre. Da gibt es Pläne.
Wir wissen nicht, wie es geschehen wird. Wir wollen auch nicht spekulieren, aber wir wissen, es muss einiges noch passieren, damit sowas möglich wird. Aber der Antichrist, das wissen wir auch, der wird als Friedensbringer auftreten und es wird ihm gelingen, Frieden in den Nahen Osten zu bringen. Und ihr Lieben, wenn das passiert, das könnt ihr euch vorstellen, das wird ein relevantes Ereignis sein. Ja. Die Juden bekommen ihren Tempel zurück und der Opferdienst wird wieder eingeführt. Also das werden alle mitbekommen. Und wir wissen auch aus Daniel 9, 27, was wir demnächst noch studieren werden, dass der Antichrist einen Bund schließen wird mit vielen Nationen, wodurch er den Wiederaufbau des Tempels ermöglichen wird. Und er wird kommen als Friedensbringer und die Welt wird ihn feiern. Alle werden glücklich sein, dass endlich einer da ist, der Frieden bringt und der es auch geschafft hat, im Nahen Osten die Parteien miteinander zu versöhnen. Und der wird 3,5 Jahre, wird alles toll sein. Und die biblische Prophetie geht dahin, dass dann, er wird 7 Jahre herrschen und in der Mitte seiner Herrschaft, nach 3,5 Jahren, wenn er noch 3,5 Jahre zu herrschen hat, dann wird er den Bund brechen, so steht es in Daniel 9, Vers 27, und Israel und die Nationen wird er durch Todesdrohung dazu zwingen, seine Gräueltaten zu akzeptieren und ihn anzubeten. Und nach einer kurzen Zeit des Friedens werden keine Opfer mehr erlaubt sein. Und der Antichrist enthüllt dann seine ganzen bösen Absichten. Er zeigt dann sein wahres Gesicht. Und er fordert, betet nicht mehr Gott an, sondern betet mich an. Und das Gräuelbild der Verwüstung ist das einzige Schlüsselereignis, das Jesus in diesem Zusammenhang erwähnt. Es soll uns helfen, die vielen anderen Ereignisse zu verstehen, die mit diesem furchtbaren Gräuel, also Gott nennt es ein Gräuel, verbunden sein werden. Das Gräuelbild der Verwüstung wird 8-mal in der Bibel erwähnt. Und Daniel benutzt diesen Ausdruck 4-mal. Das ist alles in euren Unterlagen. Ich ermutige euch auch, an die Bibelstellen da mal nachzulesen. Ja, in Daniel 8, Vers 13, in Daniel 9, Vers 27, 11, 31 und Daniel 12, Vers 11. Also 8-mal wird das Gräuelbild der Verwüstung in der Bibel erwähnt, allein 4-mal in Daniel. Jesus erwähnt das Gräuelbild der Verwüstung 2-mal, in Matthäus 24, Markus 13 wird auch nochmal, wird es auch nochmal erwähnt. Paulus spricht an einer Stelle davon und offenbar, und Johannes spricht, erwähnt das Gräuelbild der Verwüstung, ohne es zu nennen, in Offenbarung 13, wo es um die Regierung des Antichristen geht. Und wenn man die 4 Beschreibungen von Daniel, von Jesus, von Paulus und Johannes, wenn man die nebeneinander legt, dann bekommt man ein ziemlich klares Bild über die Ereignisse am Ende der Tage, wenn sich biblische Prophetie erfüllen wird und wenn Jesus wiederkommen wird. Und Matthäus 24 ist das Kapitel, in dem Jesus am meisten über die Endzeit spricht. Also viele Leute sprechen nicht so viel über die Endzeit, aber Matthäus 24 wird schon immer mal wieder gepredigt. Und in diesem Abschnitt erklärt er uns, dass wir die Botschaft von 2 Männern des Alten Testamentes ganz besonders verstehen müssen, ja, wenn wir die Endzeit aus Gottes Perspektive betrachten wollen, nämlich Daniel und er erwähnt dann noch Noah. Und Jesus baut seine Endzeitlehre darauf auf, was diese beiden Männer in ihrem Dienst widerfahren ist. Und er bezieht sich direkt auf die Prophetien Daniels. Und genau, der erste direkte Bezug steht genau hier in unserem Text in Matthäus 24, Vers 15. Das Gräuelbild der Verwüstung, über das Daniel gesprochen hat, müsst ihr verstehen, sagt Jesus. Ja? Wer das hört, der merke auf. Und in Vers 15 wird dieses Gräuelbild erwähnt und dann auch nochmal in Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, und das kommt auch in dem Zusammenhang, wenn dieses Gräuelbild erscheint, wenn diese Dinge geschehen, dann wird es eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also die große Trübsal geht einher, und das Wort große Trübsal wird von Daniel in Daniel 12, Vers 1 gebraucht.
Und in Vers 21 spricht Jesus von dieser Trübsal und er sagt, es wird eine große Bedrängnis, eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und das ist ein direktes Zitat aus Daniel 12, Vers 1. Lese ich euch auch nochmal vor. Da heißt es, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Ja. Und also Jesus zitiert eigentlich Daniel hier. Und er sagt, die große Trübsal wird kommen, aber es wird auch eine Zeit der Errettung werden. Und im Römerbrief lesen wir Römer 9 bis 11, dass ganz Israel am Ende der Tage sich bekehren wird. Und das passt zu dem, was Daniel hier gesehen hat. Und dann heißt es hier, ihr werdet den Menschen kommen sehen, der auf den Wolken wiederkommen wird, sagt Jesus. Und es ist interessant, weil genau darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, ihr erinnert euch in Daniel 7, dass Jesus spricht hier vom Menschensohn, der auf den Wolken kommen wird. Und das ist original Daniel 7. Darüber haben wir in Lektion 2 ausführlich gesprochen. Und dann vergleicht er in diesem Abschnitt Matthäus 24 die Menschen, die zur Endzeit leben werden, mit denen, die zu Zeiten Noahs gelebt haben. Ja, und eines der Hauptkennzeichen der Zeiten Noahs war, die Menschen waren vollkommen unbekümmert. Ja, Noah hat gepredigt, bekehrt euch, tut Buße, kommt zum Glauben, kommt in die Arche, es kommt Unheil, aber keinen hat es interessiert. Ja, und sie haben alle gefeiert und waren fröhlich. Und Jesus beschreibt so diese Zeit Noahs. Und es wäre auch nochmal ein Studium wert, von der Bibel her zu gucken, was war denn zu den Zeiten Noahs noch so los. Aber ich will heute erstmal bei Daniel bleiben. Wir wollen uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist das Keulbild der Verwüstung genau? Und ich will nämlich, dass ihr das wirklich versteht. Dass ihr wirklich versteht, was es damit auf sich hat. Und möchte einen kurzen Überblick geben. Erstens, das Gräuelbild der Verwüstung sind bestimmte Taten, die Menschen begehen werden, die für Gott ein Gräuel sind. Und diese Taten werden zur Verwüstung oder zur Zerstörung vieler Menschen und Nationen führen. Und es wird ein Gräuel sein, der da passiert. Und was das für ein Gräuel ist, sehen wir gleich. Und das Hauptereignis, das im Neuen Testament im Zusammenhang mit der Entstehung des Gräuelbilds der Verwüstung genannt wird, ist, dass der Antichrist ein Abbild seiner selbst im Tempel errichten wird. Wir lesen nachher noch die Stellen dazu. Und das Hauptereignis, das im Alten Testament erwähnt wird, ist, dass der Antichrist die Opfer dann abschaffen wird als nächstes. Und er wird wahrscheinlich den jüdischen Glauben, nachdem er ihn Opfer erlaubt hat, 3,5 Jahre, wird er alles umkehren, wird den jüdischen Glauben für illegal erklären und er wird dafür sorgen, dass die Opfer abgeschafft werden. Und dieses Bild, wenn wir uns auch gleich noch anschauen, also Paulus sagt, dass der Antichrist sich selber in den Tempel setzt und Jesus spricht darüber, dass ein Bild aufgestellt wird. Ja, und wahrscheinlich wird hier was beschrieben, das mit moderner Technik zu tun hat. Ja, also der Antichrist wird ja auch viel reisen, der wird ja nicht die ganze Zeit da im Tempel sitzen, aber er will trotzdem präsent sein. So, wie kann man reisen und auf der anderen Seite trotzdem präsent sein im Tempel? Also sowas hätte nur, sowas kann nur Gott, dass er an verschiedenen Orten gleichzeitig ist. Ein Mensch kann das nicht und der Teufel kann es auch nicht. Also wie ist das zu verstehen? Und wahrscheinlich, ich schätze mal, dass es sowas sein wird wie ein Hologramm. Habt ihr schon mal von einem Hologramm gehört? Ein Hologramm ist praktisch wie ein virtuelles Bild. Und da kommt jemand auf die Bühne und der wird natürlich programmiert, sieht aber echt aus. Ich habe gerade vor kurzem das gesehen, da gab es ein Konzert von Mick Jagger. Nicht Mick Jagger, wie heißt Michael Jackson, genau. Ein Michael Jackson Konzert gab es da, der ja schon gestorben ist. Aber mit einem Hologramm war er auf der Bühne und hat ein Konzert gegeben. Also es ist schon verrückt, was mit der heutigen Technik alles möglich ist. Und wahrscheinlich wird so ein Hologramm, wenn wir im Tempel stehen und der Antichrist wird fordern, dass wir das anbeten. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf.
Das Gräuel, das stattfinden wird, wird durch zwei Dinge ausgelöst. Das erste ist die Forderung des Antichristen, dass er angebetet wird und dass er vorher die Opfer abschafft und sich dann anbeten lässt. Und er wird andere unter Androhung des Mordes dazu zwingen, das zu akzeptieren. Ja, also es wird ein Zwang sein, ihn anzubeten. Und es ist Gott natürlich ein Gräuel, dass der Antichrist sich als Gott anbeten lassen wird. Aber das Zweite, was zu diesem Gräuel der Verwüstung, das Verwüstung bringen wird, auch dazu gehört, ist, dass die Reaktion der Menschheit. Es werden wahrscheinlich Milliarden Menschen, 100 Millionen Menschen, Milliarden Menschen, werden dieser Forderung nachkommen und die Behauptung akzeptieren, dass der Antichrist Gott ist. Und sie werden ihn anbeten. Und die zweite Sache, die Verwüstung wird auf zwei Arten ausgelöst werden. Erstens wird der Antichrist Verwüstung verursachen. Ja, er wird versuchen, jeden, der sich weigert, ihn anzubeten, vernichten. Und er wird auch Nationen, die sich ihm vielleicht nicht unterwerfen, er wird Krieg gegen diese Nationen führen. Er wird seine Armeen gegen sie aussenden. Und wenn wir die Endzeitlehre so hören, wie ich sie kannte, ich dachte immer, dass da wirklich geschlossen die ganze Welt den Antichristen anbeten wird. Aber wir lesen in der Bibel auch davon, dass es auch Widerstand geben wird. Aber natürlich die große Mehrheit wird ihn anbeten und er wird das größte Weltreich haben, das es je gegeben hat. Und jeder, der sich ihm in den Weg stellt, wird vernichtet werden. Und er wird Verzweiflung und Verwüstung zu den Menschen bringen, in die Städte und Nationen, die sich weigern, ihn anzubeten. Das war uns bisher alles ganz klar, aber wir lesen in der Bibel auch, dass durch die Anbetung dieses Bildes, das wird dazu führen, dass Gott Gerichte bringen wird. Wir lesen in der Offenbarung, dass Gott jeden, der einwilligt, den Antichristen anzubeten, richten wird. Er wird Menschen, Städte und Nationen richten, die den Antichristen anbeten. In Offenbarung 14, 9 bis 10 steht, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild, hier ist wieder die Rede von dem Bild in der Offenbarung, und nimmt das Zeichen an seiner Stirn oder an seiner Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und das ist heftig, oder? Der Antichrist bringt Zerstörung, aber auch Gott wird Gericht üben gegen das Reich des Antichristen. Und das wird zu einer globalen Verwüstung führen, das Gräuelbild der Verwüstung. Aber Gottes Gerichte sind gerecht. Und wenn er richtet, kommt er, um alles wegzunehmen, was die Liebe hindert. Und wir müssen auch verstehen, die Boshaftigkeit dieses Regimes. Und da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ich habe gestern Abend noch einen Film gesehen über das KZ in Buchenwald. Und mir hat sich der Magen umgedreht über die Arroganz und die skrupellose, grausame Boshaftigkeit der Wärter dort und der Menschen, die das Sagen hatten. Und am Ende kamen die Amerikaner und haben praktisch übernommen. Und das war wie so eine Wohltat zu sehen, wie Gericht geübt wurde über wirklich böse Taten. Und wir haben auch so einen Gerechtigkeitssinn in uns, dass Gerechtigkeit braucht Gericht, Liebe braucht Gericht. Ja, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Und Gott wird diese Werke richten. Und gleichzeitig wird in dieser Zeit, in der dieses Bild aufgerichtet wird, es wird auch eine Zeit sein der großen Ernte. Die Braut Christi wird stark durch diese Zeit gehen, nicht in Schwachheit. Es wird eine große Ernte geben, haben wir das letzte Mal gesagt, es wird auch einen großen Abfall geben, aber die Braut Christi wird geläutert, gereinigt in dieser Zeit. Und wir werden erleben, wie Gott auch Wunder tun wird. Ich glaube, dass am Ende der Tage die Wunder der Apostelgeschichte und die Wunder, die bei Mose passiert sind, dass wir die erleben werden, dass Gott mit so einer Präsenz auch kommen wird auf die, die ihn fürchten, bei Verfolgung, bei Martyrium, bei Entbehrungen
Ja, aber die Gegenwart Gottes wird so stark sein, wir werden die Herrlichkeit erleben. Und, aber viele werden auch gekränkt sein. Ja, in Matthäus 24, Vers 10, viele werden Anstoß nehmen. Sie werden sich ärgern an dem, was da geschieht und werden Gott dafür anklagen. Und auch viele Christen werden abfallen, weil sie die Gerichte Gottes nicht verstehen. Jetzt möchte ich, wir machen das heute wie so eine Zwiebel, also ich gebe immer so allgemeine Informationen am Anfang und wir werden immer konkreter. In Offenbarung 13 beschreibt Johannes das Gräuelbild der Verwüstung, ohne es so zu nennen. Es sind zwei Hauptbestandteile des Gräuelbilds der Verwüstung, die die Mehrheit der Nationen täuschen wird und dazu zwingen wird, auch den Antichristen anzubeten. Diese beiden Bestandteile sind zum einen das Bild des Tieres und zum anderen das Zeichen des Tieres. Und wir lesen alles darüber in Offenbarung 13. Es ist interessant, Offenbarung 13 ist das böse Reich des Antichristen. Und diesem Reich müssen wir auch widerstehen. Ja? Und in Römer 13 geht es um die gerechte Herrschaft, ja, der sollen wir uns unterordnen. Ja, aber alle Herrschaft kommt von Gott. Aber es gibt auch Zeiten von bösen Diktatoren und besonders halt auch in der Zeit des Antichrist. Da ruft uns die Bibel auch auf, nicht alles mitzumachen, sondern standhaft zu bleiben, an unseren Werten festzuhalten und zu widerstehen. Und ich lese mal die Bibelstelle hier aus Offenbarung 13, die Verse 15 bis 18. Da heißt es, es wurde ihm, dem falschen Propheten, Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres. Das ist wieder das Gräuelbild der Verwüstung. Damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet werden. Und es macht, dass sie allesamt sich ein Zeichen machen an die rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Also wir haben jetzt zum einen das Bild des Tieres und dann haben wir das Zeichen des Tieres an der rechten Hand oder an der Stirn. Und bleiben wir mal bei dem Bild. Ja, im Heiligtum des wiederaufgebauten Tempels in Jerusalem wird das Bild des Antichristen stehen. Und der falsche Prophet wird viele dadurch täuschen, dass er das Bild atmen und sprechen lassen kann. Also okay, als ich Christ wurde, so in den 80ern, dann dachte ich, ja super, das ist der Fernseher. Ja, da gab es ja dann auch schon sprechende Bilder. Und, aber ich glaube, es geht noch viel weiter, wie ich schon am Anfang sagte, dass das so eine Art Hologramm sein wird. Ja. Und dieses Bild wird der größte Gräuel der Geschichte werden und unzählige Menschen werden den Antichristen anbeten und das Bild wird sie dazu bringen. Und dieses Bild könnte eine Kombination sein aus supermoderner Technik, die auch dämonisch irgendwie aufgeladen ist. So stelle ich mir das vor. Wir haben keine richtige Vorstellung davon, wie das Gräuelbild natürlicherweise aussehen wird. Aber ich vermute, dass es etwas sehr Hochentwickeltes sein wird, dass es eine supermoderne Technik sein wird, die dann auch noch übernatürlich aufgeladen ist. Und es wird die stärkste Technologie sein, die zu dieser Zeit erhältlich sein wird, kombiniert mit einer übernatürlichen Dimension. Also ich hatte es zu Anfang ja schon gesagt, wahrscheinlich wird es so ein Hologramm sein. Und es wird viel mehr sein als eine kleine Statue, die mit Gold überzogen ist oder sowas. Ja. Es wird ein Hologramm des Antichristen sein, möglicherweise. Also aber ich finde es halt interessant, dass man mit einem Bild das spricht und so, dass man in dieser Zeit damit viel mehr anfangen kann als vor 100 Jahren. Und es wird aussehen wie der Antichrist. Und Mike Bickle vermutet auch, dass die lokalen antichristlichen Bilder, dass es auf der ganzen Welt solche Hologramme geben wird, lokale Götzen, sage ich jetzt mal, lokale Bilder des Antichristen in jeder Stadt und dass man die anbeten muss und dass die dann online irgendwie verbunden sein wird mit diesem großen Gräuelbild der Verwüstung im Tempel. Und dass eine Verbindung da sein wird auf der ganzen Welt zwischen lokalen Bildern, die angebetet werden und dann dem zentralen, ich sag mal, Unheiligtum, ja, des Bildes des Antichristen.
Und die werden alle genauso aussehen, diese lokalen Bilder, Hologramme werden genauso aussehen wie das in Jerusalem. Also das ist so ein Bild, das Mike Bickel gemalt hat. Und ja, ich fand es interessant, das mal so zu sehen. Aber Fakt ist, dass der Antichrist sich anbeten lassen wird. Und es wird eine erzwungene Anbetung sein von den Nationen. Und es wird mehr sein als eine kleine hölzerne goldene Statue. Und dieses Bild wird sprechen und erscheinen und atmen. Es wird aussehen wie ein lebendiges Wesen. Und das hat Johannes gesehen. Und die Technik heutzutage macht das möglich. Ich finde das sehr, sehr spannend. Das Bild des Tieres ist eines der bedeutendsten Zeichen der Endzeit. Johannes in der Offenbarung betont es 10-mal. 10-mal kommt das Bild des Tieres vor. Ja, und das ist dieses Bild, von dem Jesus spricht, dass es im Tempel aufgestellt wird. Und es könnte das Wichtigste, und wenn etwas 10-mal erwähnt wird, dann hat das eine richtig besondere Bedeutung. Ja. Sehr wenige Details einer Prophetie in der Bibel werden 10-mal erwähnt. Ja, und das ist ein ganz bemerkenswerter Schwerpunkt, der hier gemacht wird. 10-mal wird es vorhergesagt. Und ich glaube, es gibt kein anderes Ereignis der Endzeit, das 10-mal von Johannes alleine benannt wird in der Offenbarung. Nicht mal die Wiederkunft Jesu mit dem Erzengel, der die Trompete bläst, wird 10-mal erwähnt. Es wird nur einige Male erwähnt. Also Gott möchte, dass wir vorbereitet sind und dass wir informiert sind. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass es keine nebensächliche Angelegenheit ist, über die wir hier sprechen, sondern es ist absolut zentral und wichtig. Es ist das entscheidende Endzeitereignis, also das Bild des Tieres. Und das andere ist das Zeichen des Tieres. Und das hat auch eine sehr bedeutsame Rolle in diesem Gräuelbild der Verwüstung. Ja, wir lesen das in Offenbarung 13, wir haben es gerade gelesen, aber ich wiederhole es nochmal, dass wir es vor Augen haben. Dieses Bild, ja, es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also es wird offensichtlich, das Zeichen ist dazu da, die Leute zu identifizieren. Ja, die loyal sind gegenüber dem Tier und die einverstanden sind, es anzubeten, die werden dieses Zeichen bekommen. Und es ist ihr Leben auch in der Zeit, wo man sagen kann, ja, wahrscheinlich wird es ein Chip sein. Ja, also das ist ein Chip, der unter die Haut gepflanzt wird. Ist ja schon überall gang und gäbe, dass man sich einen Chip einpflanzen lassen kann und dann hat man da Personalausweis oder auch Schlüssel, die man nicht mehr verlieren kann. Es gibt Chipping-Partys. In Schweden habe ich davon gehört, auch in anderen Orten, da feiern Leute das regelrecht, da wird eine Party veranstaltet und dann lassen sie sich ihren Chip unter die Haut pflanzen. Alle gucken zu. Ja, das ist noch nicht das Zeichen des Tieres, dieser Chip. Ich persönlich würde den Chip immer ablehnen, aber diese Chips sind noch nicht das Zeichen des Tieres. Aber allein, dass ich schon schlussfolgern kann, dass es in diese Richtung geht, zeigt, wie das alte Buch der Offenbarung plötzlich hochaktuell wird. Und die loyal sind gegenüber dem Tier, die bekommen dieses Zeichen. Und wenn du das Zeichen des Tieres nicht hast, dann kannst du dir die Notwendigkeiten des Lebens nicht kaufen. Du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen. Du bist total ausgeschlossen aus jeglicher Versorgung. Ja, also aber Jesus warnt uns, dieses Zeichen nicht anzunehmen. Ja? Und ich glaube, dass in dieser Zeit wir Wunder erleben werden, genauso wie Mose das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt hat und sie total versorgt hat. Genauso wird er die Braut Christi am Ende der Tage versorgen, die den Chip nicht annimmt. Da gibt es sogar eine Bibelstelle zu, könnt ihr mal nachlesen, Micha 7, Vers 15. Da wird darüber geredet, dass die Wunder des Mose passieren werden in dieser Zeit. Der Herr wusste das alle schon im Voraus. Und ich finde es auch interessant, die Tatsache, dass Jesus 3-mal Spaltungswunder gewirkt hat und dass das immer wieder berichtet wird. Es gibt nicht viele Wunder, die Jesus 3-mal auf dieselbe Art und Weise getan hat. Aber diese Spaltungswunder werden auch für die Endzeitgemeinde sehr, sehr interessant werden. Ja. Und das ist eine kleine Sache, ist keine kleine Sache. Das ist bedeutungsvoll, dass Gott, dass Jesus Nahrung vermehrt hat.
Und ich glaube, es wird Speisungswunder geben, und so, dass wir versorgt sind mit dem, was wir brauchen. Und es wird Leute geben, die wirklich unter Verfolgung sind und keine Wunder erleben. Das möchte ich ja auch erwähnen. Das ist ja immer so eine Sache. Manche erleben die Wunder, manche haben eine Begegnung mit Gott in ihrer Zelle oder unter der Folter. Andere erleben das nicht so. Ja, aber auch die, die es nicht so erleben werden, wir werden die Gewissheit haben, der Herr kommt, und es dauert jetzt keine 3,5 Jahre mehr. Und Gott wird uns übernatürlich beistehen und Kraft geben in diesen Tagen. Und wir wissen nicht, wer ein Wunder bekommen wird und wer nicht, aber ich glaube an übernatürliche Versorgung für diese Tage. Ich glaube da ganz fest dran. Aber wer dieses Zeichen verweigert, wer dieses Zeichen des Tieres nicht annimmt, der wird als Staatsfeind gesehen werden. Ja? Die Verweigerer werden als religiöse Fanatiker gesehen werden, die die Einheit der Nation zerstören wollen. Die werden vielleicht sogar als Terroristen gesehen, die den herrlichsten Leiter, den die Welt je gesehen hat, in den Augen der Welt, die werden sich darüber aufregen, dass wir sagen, das ist ein Teufel. Der hat nichts Gutes. Der wird 3,5 Jahre lang auftreten als Friedfürst, aber er wird nach den 3,5 Jahren seine böse Fratze zeigen. Die Endzeitgemeinde wird bewahrt sein. Und die Welt wird sagen, was wollt ihr Fanatiker eigentlich? Wir haben endlich Weltfrieden wie nie zuvor. Wir haben keine terroristische Bedrohung mehr. Und ihr sagt statt, preist den Herrn, es ist ein Teufel. Ich glaube auch viele Christen werden sagen, hey, ist doch Frieden, ist doch super. Deswegen lasst uns wachsam sein. Deswegen schreibt die Bibel darüber so viel, dass wir informiert sind. Viele Gläubige werden jubeln und sagen, das ist die Einheit, für die wir gebetet haben. Das ist der Frieden, für den wir gebetet haben. Könnt ihr hier nicht dankbar sein? Und dann werden viele abfallen und ein Opfer der Täuschung sein, die sich da aufbauen wird am Ende der Tage. Paulus beschreibt das, was ich hier gerade sage, was wir jetzt in Offenbarung 13 gelesen haben, im 2. Thessaloniker 2. Da beschreibt er auch dieses Gräuelbild der Verwüstung, dieses Bild, ohne es zu nennen. Ich lese mal vor ab Vers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, also die Wiederkunft Jesu, das ist der Zusammenhang, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und das ist der Antichrist, den nennt Paulus den Mensch der Gesetzlosigkeit. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist. Und jetzt kommt's, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Gesetzlose, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge. Also hier wird es nochmal beschrieben, dass der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, der Antichrist, er wird sich in den Tempel setzen und er wird sich verehren lassen als Gott. Und er wird Machttat tun, er wird Zeichen und Wunder tun. So, und Wunder werden echt sein, das werden keine Fake-Wunder sein. Er wird Wunder tun. Aber das Entscheidende ist, wie Wunder gedeutet werden. Wenn Gott Wunder tut, wenn Jesus Wunder getan hat, hat er uns immer zu Gott geführt, ja, und hat uns Gott näher gebracht. Aber wenn der Antichrist kommt mit Zeichen und Wundern, so Paulus nennt es hier Wunder der Lüge, das bedeutet nicht unbedingt, dass die Wunder lügenhaft sind, sondern dass die Interpretation zur Lüge führen, dass er uns von Gott, er wird Menschen verführen, er wird sie wegführen von Gott, indem er die Wunder auslegt, um zu beweisen, dass er Gott ist, aber er ist genau das Gegenteil. Aber lasst uns wachsam sein. Er wird beanspruchen, Gott zu sein, er wird sich als Gott anbeten lassen, und es ist nicht nur wie bei Daniel gesagt, es ist eben nicht nur bei Daniel gesagt, dass sein Abbild im Tempel stehen wird. Paulus sagt es noch krasser, ja? Er wird sich selbst in den Tempel setzen. Und nochmal wieder, es wird wahrscheinlich ein Hologramm sein, weil er oft auch unterwegs sein wird. Und in Offenbarung 13 haben wir gelesen, dass die Nationen, die werden erstaunt sein über ihn, ja, über dieses Bild des Tieres. Sie werden erstaunt sein, sie werden sagen, wow. Sie sagen nicht, was passiert da, sondern wow, Hammer. Ja, der Antichrist, die werden ihn nicht so nennen,
ich weiß nicht, wie er sich nennen wird, ja, aber er bringt Frieden, er bringt Versöhnung. So etwas, und sie werden staunen, sie werden sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Das ist eine andere Dimension der Macht und dann noch die Zeichen und Wunder, die er tut. Ja, und Vers 4 hier bei Paulus ist eine sehr detaillierte Beschreibung dieses Gräuelbilds der Verwüstung. Ja, das heißt hier, er widersetzt sich, er überhebt sich über alles, was Gott heißt, und er wird Gegenstand der Verehrung, möchte er sein, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Ja, das ist das Gräuelbild der Verwüstung. Und Johannes ist der Einzige, der über das Bild und das Zeichen spricht. Daniel ist der Einzige, der über die Abschaffung der Opfer spricht in dem Zusammenhang. Und wenn ihr alles zusammenfügt, dann bekommt ihr das volle Bild. Also, ich möchte mal kurz zusammenfassen. Das Gräuelbild der Verwüstung beinhaltet also, dass der Antichrist behaupten wird, Gott zu sein, dass er die Nation durch staatliche Gesetze und unter Androhung der Todesstrafe zwingen wird, ihn anzubeten. Und es wird das schlimmste Gräuel und die größte Abscheulichkeit für Gott sein, die es in der Geschichte jemals gegeben hat. Doch gleichzeitig wird es die größte Stunde der Gemeinde werden, ihr Lieben. Wir wollen uns noch das Ausmaß der Verwüstung anschauen. Jesus hat auf diese Lehre Daniels verwiesen. Und in Vers 21, ich lese immer noch mal vor, weil ich nicht weiß, ob ihr eine Bibel vor Augen habt. Und ich habe hier leider noch keine PowerPoint am Start. Deswegen lese ich es nochmal vor, dass ihr es vor Augen habt. Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung seht, wer es sieht, der achte darauf, wer es sieht, der merke auf, dann sollen sie in Judäa auf die Berge fliehen, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Ja, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also Jesus zitiert hier also Daniel 12, Vers 1 erstmal, dass es eine große Trübsal geben wird, wie sie noch nie auf der Erde gewesen ist. Er bezieht sich auf Daniels Lehre. Und Jesus sagt dann in Matthäus 24, lass mich noch was hinzufügen, was Daniel nicht gesagt hat. Er sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so wird kein Fleisch gerettet werden. Um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Ich habe das lange Zeit in meinem Christsein so gelesen, dass kein Fleisch gerettet werden kann. Irgendwie dachte ich, ja, da geht es um die Wiedergeburt. Ja, und die Gemeinde wird so am Boden liegen, ja, dass alle abgefallen sind. Und ich hoffe, dass ich da noch irgendwie durchkomme, ja, weil kein Fleisch gerettet werden kann. Aber hier steht ja nur tatsächlich, kein Fleisch wird gerettet werden. Paulus meint hier, Jesus spricht hier vom körperlichen Tod. Keiner würde überleben. Dieses Regime des Antichristen würde keiner überleben, wenn diese Tage nicht verkürzt würden. Niemand würde vom physischen Tod errettet werden, sondern alle würden durch den wütenden Zorn des Antichristen umkommen. Und in diesen 3,5 Jahren wird das Leben der Mehrheit der Weltbevölkerung gefährdet sein. Und da geht es nicht um den geistlichen Tod, sondern Jesus sagt hier, niemand würde überleben, wenn das 20 oder 30 Jahre andauern würde. Wir wissen ja, dass es nur 3,5 Jahre andauert. Und das gehört auch mit zur ganzen Wahrheit. Dass es wird wirklich eine Trübsal geben. Aber Gott wird uns auch beistehen, er wird nahe sein. Im Handout, das ihr hoffentlich erhalten habt, stehen nur 3 Verse, die so in diese Richtung sprechen, dass viele umkommen werden. Aber es gibt in der ganzen Bibel 15 Verse von den vielen Toten sprechen, die es während der großen Trübsal geben wird. 15 Verse, ihr Lieben. Und Johannes sieht hier, wie die 4 Engel losgelassen wurden, um den 3. Teil der Menschen zu töten. Zum Beispiel ist eine Stelle, Offenbarung 9, Vers 15. Und es wurden losgelassen, die 4 Engel zu töten, den 3. Teil der Menschen. Ja, wenn dann 9 Milliarden oder 10 Milliarden Menschen auf der Erde sind, dann kann man sich ausrechnen, was das für eine unfassbare Zahl sein muss, von der die Offenbarung spricht. Das ist auch ein Grund, warum viele sagen, das ist nur symbolisch gemeint. Ja, es ist nicht wortwörtlich zu verstehen.
weil es so eine harte Wucht hat, was dort gesagt wird. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass wirklich genau Gott das meint, was er auch gesagt hat. Und ich habe gemerkt, wenn ich das Ganze nur symbolisch lese, entwickelt das überhaupt keine Kraft für mein persönliches Leben. Aber wenn ich weiß, der Herr kommt wieder und er wird sein Reich aufrichten, dann möchte ich ihm mein Wort nehmen in allem, was er sagt. Und es gibt deshalb 150 Kapitel über die letzten Tage, damit wir vorbereitet sind und keine Angst haben. Und dann heißt es hier auch noch, ihr könnt die anderen Bibelstellen auch noch nachlesen, die sind in eurem Handout. Ja, also, oder ich lese sie doch nochmal. Jeremia 25, Vers 33. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende. Und in Jesaja 24, die Verse 1, 3 und 6, es wird, heißt es, siehe, der Herr macht die Erde leer von Menschen. Die Erde wird leer und beraubt sein. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Und das ist irgendwie krass. Und diesen Teil der Botschaft mag ich auch nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass wir uns nicht vorstellen können. Also viele sagen, ich mag die Gerichte nicht. Weder aus der Offenbarung noch sonst woher. Aber das liegt daran, dass du nicht weißt, wie schrecklich der Antichrist sein wird. Und diese Gerichte, die kommen, die gehen als allererst gegen das Regime des Antichristen. Und die Verwüstung, die kommt, kommt ja auch vom Antichristen, der Krieg führen wird. Also es ist ja nicht Gott, der die umbringt, sondern es ist der Antichrist selber wird sich so entpuppen. Ja. Und die Leute unter dem Nazi-Regime zum Beispiel, die beteten, dass ihnen andere Nationen zu Hilfe kommen und sie errettet. Also ich habe gerade gestern diesen Film gesehen, deswegen ist mir das so eindrücklich vor Augen. Als die Amerikaner kamen, da war das wie eine Erlösung, ja, dass Deutschland besiegt wurde. Und ich glaube, genauso werden die Gerichte Gottes das unendlich böse Regime zerstören und das endzeitlich antichristliche Reich zerstört werden. Und einige lesen es trotzdem noch falsch, weil die Offenbarung auch falsch, weil die Fakten sind natürlich überwältigend, aber viele sagen, Mensch, das ist so beängstigend, ja, aber du liest es einfach falsch, weil es gibt 403 Verse im Buch der Offenbarung, 403, aber nur 12 Verse in der Offenbarung handeln zum Beispiel von der Verfolgung. Und 3% in der Offenbarung sprechen von der Verfolgung der Heiligen. Und die Mehrheit des Buches spricht von der Zerstörung des Unterdrückers, also von der Zerstörung des Reiches des Antichristen. Und ich glaube, dass wir in der Offenbarung, für mich ist das Offenbarung das Endzeitbuch der Apostelgeschichte, wo wir auch Gottes Kraft erleben werden. Und Gott richtet seinen gerechten, heiligen Zorn gegen das übelste Regime, das es jemals auf Erden gegeben hat. Und genau, das wollte ich einfach mal nochmal so sagen. Kannst im Handout auch die Dinge nochmal nachlesen. Aber wir müssen uns, glaube ich, damit anfreunden, dass es auch Gericht gibt in der Bibel und dass es auch mit der Liebe Gottes zu tun hat. Und er befreit die Menschheit von diesem Regime des Antichristen. Wir wollen noch einen Blick werfen auf die Ernte in der Endzeit. Und das ist auch nochmal etwas, was ich euch gerne zeigen möchte aus Matthäus 24 in den Versen 14 bis 15. Da heißt es, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann kommt der nächste Vers. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wir sehen hier, wie die große Ernte genannt wird. Und im nächsten Vers, dieses Gräuelbild der Verwüstung, über das wir die ganze Zeit reden. Und es wird ein dynamisches Zusammenspiel geben zwischen der weltweiten und kraftvollen Verkündigung des Evangeliums und der Errichtung auf der anderen Seite des Gräuelbilds der Verwüstung, wo es sehr viele Menschen sterben werden, wo es auch sehr viele Märtyrer geben wird. Und ich glaube, dass, wenn wir das so lesen, ist klar, dass Gott seiner Gemeinde am Ende der Tage sehr viel Einfluss geben wird, wenn es darum geht, die Ernte einzusammeln. Gott wird Gläubige berufen. Ja? In Daniel 12, Vers 3 werden diese Gläubigen in der Endzeit sogar erwähnt.
Da heißt es, die Verständigen, und in Daniel 12 geht es auch um die große Trübsal und um all diese Dinge. Wir werden es noch genauer anschauen in den nächsten Sessions. Da heißt es hier in Daniel 12, Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ja? Also Evangelisation in dieser Zeit wird so aussehen, dass Gott Gläubigen Verständnis bringen wird und sie werden vorhersagen, was passiert. Und sie werden erklären von der Bibel her, was passiert. Und dadurch werden auch viele zu Glauben kommen. Die große Ernte wird auch dadurch eingebracht werden. Durch diese Verständigen, die leuchten wie der Glanz am Himmel. Die sind wie die Sterne, die immer und ewiglich leuchten, weil sie vielen den Weg zur Gerechtigkeit weisen. Und es ist offensichtlich, dass viele sich vom Antichristen verführen lassen werden. Einige werden sogar behaupten, dass der Glaube an Jesus vollkommen verschwinden wird und viele werden abfallen und sie werden das Christentum tot sprechen wollen. Und da wird es auch einen großen Abfall geben unter dem Auftreten des Antichristen. Aber die Gemeinde wird alarmiert sein. Aber wir werden auch verstehen, weil das eben nicht so ist, dass die Leute alle abfallen. Es wird auch eine große Ernte geben. Und wir werden verstehen, dass es im Wort Gottes steht. Wir werden aufgeklärt sein darüber. Und die Gemeinde soll sogar durch diesen großen Abfall, und vielleicht hat er auch schon begonnen, durch viele liberale Einflüsse und so weiter, ja, und die Gemeinde sollte alarmiert sein, dass der Tag des Herrn und die Wiederkunft Christi nahe ist, wenn der große Abfall angefangen hat. Und das sagt Paulus nämlich in 2. Thessaloniker, was wir gerade gelesen haben. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit, der Antichrist, offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Ja? Und es kommt dieser große Abfall, aber es kommt auch die große Ernte. Also es wird beides sein. Und wir wollen jetzt noch ganz zum Schluss noch mal kurz einen Blick werfen. Die letzten drei Seiten eures Handouts, auf die gehe ich nicht ein, da wird vieles immer wiederholt. Da sind noch mehr Informationen drin, die könnt ihr noch nachlesen. Aber ich möchte jetzt nochmal eingehen auf die Prophetien, die Daniel hatte über das Gräuelbild der Verwüstung. Weil Daniel erwähnt das Gräuelbild viermal. Ja? Daniel 8, Vers 13, Daniel 9, Vers 27, Daniel 11, Vers 31 und Daniel 12, Vers 11. Und am besten können wir das verstehen, wenn wir die Aussage über das Gräuelbild der Verwüstung im Buch Daniels zusammenlesen mit den Aussagen von Jesus, Paulus und Johannes. Das machen wir schon die ganze Zeit. Und wir sehen, dass eine Aussage ist, dass das Gräuelbild der Verwüstung erst einmal errichtet werden muss. Ja, es muss ein ganzes System aufgebaut werden, damit das geschehen kann. Und Bestandteil dieses Systems wird die Errichtung eines Bildes des Antichristen im Tempel sein. Die Abschaffung der täglichen Opfer, darüber spricht Daniel mehrfach, ich glaube dreimal erwähnt er das, dass der Antichrist erst Opfer einführen wird, nach 3,5 Jahren wird er sie abschaffen. Und dann die Errichtung einer weltweiten Infrastruktur, um die Anbetung des Antichristen durchzusetzen. Ja, haben wir gelesen in Offenbarung 13, 9 bis 11. Und Daniel sagt in Daniel 12, Vers 11, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Über die Tage und über die Daten bei Daniel sprechen wir noch zwei Sessions lang, übernächste Woche und in 3 Wochen. Aber hier möchte ich euch nur darauf hinweisen, dass Daniel davon spricht, dass das Gräuelbild der Verwüstung wird da sein, es wird dort geopfert und die Opfer werden abgeschafft. Das ist ein wichtiges Zeichen für uns. Ja. Und genauso sagt Paulus, und er spricht davon, dass das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird. Ja. In der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird. Also es muss irgendwie hergerichtet werden. Genauso sagt Paulus, dass das Gräuelbild der Verwüstung erst einmal aufgestellt werden muss. Aber er betont noch, dass ein Mensch im Tempel sitzen wird und verkündigen wird, Gott zu sein, in 2. Thessalonicher 2. Und Johannes hebt auch noch mal hervor, dass dieses Bild in Offenbarung 13 aufgestellt werden wird. Und Jesus selber war da fest davon überzeugt,
dass etwas im Heiligtum stehen würde, doch er sagte nicht, ob es sich um einen Menschen oder um ein Bild handelt. Ja, Jesus sagt, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an heiliger Stätte. Und er sagt es auch nochmal in Markus 13, Vers 14. Und es ist interessant, in Daniel 11, Vers 31, wo das Gräuelbild dann auch erwähnt wird. Die erste Stelle haben wir gerade gesehen mit den Opfern in Daniel 12, Vers 11. Und in Daniel 11, Vers 31, da steht, seine Heere werden kommen und das Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Daniel hat auch gesehen, dass es aufgestellt wurde. Und dann heißt es aber, die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht verhelfen. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Das hat Daniel gesehen zum Gräuelbild der Verwüstung. Und er sieht hier, dass die Heere des Antichristen in Vers 31 das Heiligtum entweihen und sie werden das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und in Daniel 11 bis 31 bis 35, was ich gerade gelesen habe, werden die Geschehnisse und die Taten, die mit dem Gräuelbild der Verwüstung zusammenhängen, aufgezählt. Ja? Und sie werden auch mit der Tatsache in Verbindung gebracht, dass wir gleichzeitig Gottes Kraft erleben werden. Ja? Also diese Stelle, mit der endet jetzt auch gleich. Und ich lese sie nochmal vor und achtet mal darauf, einerseits das Gräuelbild der Verwüstung und auf der anderen Seite wird aber auch Gottes Kraft freigesetzt zu der Zeit. Und ich lese euch diesen Vers jetzt nochmal vor, hört ihn euch nochmal an und dann nenne ich euch nochmal 7 Ereignisse oder 7 Dinge, die mit dem Gräuelbild der Verwüstung zusammenhängen in diesen Versen und die mit dem Gräuelbild der Verwüstung in Zusammenhang gebracht werden. Also erstmal, seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Ja, und dann lesen wir Vers 32, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und sie werden danach handeln. Und dieses sich danach handeln, kann man auch übersetzen, sie werden Wunder tun. Ja? Vers 33, und die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht verhelfen. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Also Daniel hat es immer wieder gesagt, also wenn wir über diese Zeiten sprechen werden und über die 70-Jahr-Woche, das wird total spannend werden, weil da werden wir diese Zeiten erklären und das wird sehr aufschlussreich sein. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber es werden hier 7 verschiedene Themen in 5 Versen zusammengebracht. Das erste ist klar, das Gräuelbild der Verwüstung, ja, das ist eben das Bild des Tieres, es hängt zusammen mit dem Zeichen des Tieres, es ist der Antichrist, der sich in den Tempel setzt und sich als Gott anbeten lässt. Dann Vers 32 geht es aber plötzlich darum, die vom Volk, die ihren Gott kennen. Es geht darum, wir werden Gott kennen in dieser Zeit. Wir werden eine tiefe Beziehung zu ihm haben, wenn wir treu sind, an ihm festhalten. Er wird uns die Gnade geben, da durchzugehen. Ihr Lieben, in meiner eigenen Kraft, in meinem eigenen Fleisch, in meiner eigenen Willenskraft, echt, ich erzittere ja schon bei den kleinsten Dingen. Ja, da brauchen wir noch gar nicht von Verfolgung zu reden, wo ich mich schon eingeschüchtert fühle. Und ich hatte oft Furcht in meinem Leben, werde ich da durchkommen. Aber nachdem ich das hier studiert habe, weiß ich, Gott wird Gnade schenken. Wir werden seine Herrlichkeit so erleben. Ja, also wir werden Gott kennen und es ist eine befristete Zeit. Es sind nicht 50 Jahre, es sind 3,5 Jahre. Und das Dritte ist, sie werden entsprechend handeln. Ja, da kann man, glaube ich, in der King James Version steht da, sie werden Wunder tun. Also entsprechend handeln hat etwas zu tun, das Zeichen und Wunder, also echte Zeichen und Wunder, die der Wahrheit entsprechen, die auf Gott hinweisen, die werden auch geschehen in diesen Tagen. Das Dritte ist,
das Empfangen von Verständnis. Ja? Sie werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht verhelfen. Hey, da wird Verständnis sein, da wird Erkenntnis sein. Wir werden anderen zur Einsicht verhelfen. Die große Ernte in dieser Zeit wird unter anderem auch dadurch eingebracht werden, dass das Reich Gottes demonstriert wird, wie zur Zeit der Apostelgeschichte, aber auch, dass wir die Ereignisse erklären können, dass wir den Menschen sagen können, was passiert. Ja, und wir werden selber Verständnis haben. Das Empfangen von Verständnis gehört auch im Zusammenhang mit dem Gräuelbild der Verwüstung. Und dann Vers 33, ja, da ist auch die Rede von einer großen Ernte, ja, weil hier steht, die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht verhelfen. Vielen wird zur Einsicht verholfen. Das heißt auch, da wird eine große Ernte sein. Alle Nationen werden das Evangelium hören. Und schließlich wird ihnen auch eine übernatürliche Hilfe zuteil werden in Zeiten der Verfolgung. Ja? Weil es heißt dann hier, während sie verfolgt werden, und das spricht vom Martyrium, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Da wird eine Hilfe sein. Der Heilige Geist wird es durchbringen. Da wird Unterstützung sein. Daniel hat dieses Detail gesehen und es ist sehr wichtig, ja, dass da Hilfe sein wird. Wir können ihm vertrauen. Er wird seine Gemeinde durchbringen. Damit viele bewährt, rein und lauter für die Zeit des Endes sein werden. Ja, also da wird es übernatürliche Hilfe in Zeiten der Verfolgung geben. Und das Letzte eben, dieses Reinsein, dieses Lautersein, da wird die Gemeinde eine Reife erlangen. Eine Reife. Die Braut macht sich bereit. Ja? Wir werden bereit sein für unseren Bräutigam. Und das sind all das hat Daniel gesehen. Und die anderen beiden Stellen will ich jetzt gar nicht mehr auslegen, weil das wiederholt sich nur, was wir schon gesagt haben. Aber wir können das in einem Handout nachlesen. Aber ich möchte einfach damit enden, mit dieser wunderbaren Prophetie von Daniel. Er sieht dieses Gräuelbild der Verwüstung. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, merkt auf, wacht, erkennt das. Ja? Und dann ist die Rede von der großen Trübsal, wie ich sie beschrieben habe, aber dann ist auch die Rede davon, dass wir Gott kennen, dass Zeichen und Wunder geschehen werden, dass wir viele Verständnis empfangen werden, dass wir eine große Ernte einbringen werden und eine übernatürliche Hilfe wird uns zuteil werden in Zeit der Verfolgung. Die Braut Christi wird in die Reife kommen. Ihr Lieben, all das ist Gottes Plan. Und wir dürfen uns darauf vorbereiten. Wir dürfen mutig sein, ihr Lieben. Wir dürfen vertrauen und Gott ist gut und er wird mit uns sein. Dazu erstmal Amen.